Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Forza Horizon 2 Special. Eine neue Reihe startet. Wir gehen in die USA und zwar das große Dreierduell steht an zwischen Chevrolet, Dodge und der Marke Ford. Und ja, der Beginn dieser großen Reihe macht das Duell Chevrolet gegen Dodge. Die gelben Chevrolets gegen die roten Dodge-Fahrzeuge. Und ja, da haben wir ein paar interessante Duelle rausgekramt. Und aber ja, seien wir mal höflich und stellen uns erstmal alle vor. Ja, würde ich sagen, wen haben wir denn da in der Corvette sitzen? Jo, hallöchen. Der Lukas. Unbekannt. Der Lukas, ja. Ja, den kenne ich auch nicht eigentlich. Der Schneider war ich auch nicht. Erstmal hier. So, ja, die Corvette tritt an gegen natürlich die Viper. Ne, gegen hier den ich fahre. Ja, gegen Challenger. Ne, gegen die Viper, gefahren von Brogame. Dann haben wir noch rechts außen einmal den Camaro ZL1 gegen den Challenger SRT8. Gefahren wird der Camaro vom Letty Lou, glaube ich, oder? Ja. Yep. Und der Challenger vom Turbonetics, vom Leon, der auch für seinen Kanal das Ganze aufnimmt. Dann haben wir noch ganz drüben auf der linken Seite mit der, lass mich lügen, mit dem Chevrolet Chevelle SS, der Forza Creeper, der auch aufnimmt für seinen Kanal, für seinen neuen Kanal. Ja, also hier der Hinweis, der Creeper hat sich von den Stance Freaks getrennt. Aber die Stance Freaks gibt es dann drüben noch beim Turbonetics. Mann, das ist ja voll die Ehekrise hier. So, schade, dass ihr nicht gegeneinander fährt, das wäre interessant geworden. Ja. Das nächste Mal dann. So, ja, und dann haben wir noch eine neue Stimme, und zwar der Lyric, der fährt hier gegen den Forza Creeper im Charger. Und, hallo. Hallo, ja. Und ja, meine Wenigkeit fährt, beziehungsweise ich fahre gegen den Viper, der im Camaro Z28 von 1970 sitzt, und ich sitze im 1970er Dodge Challenger. Grüß dich, Viper, Viper noch. Hallo. Hallo. So, ja, wir haben ein paar Duelle rausgekramt und ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Verlieren wir keine Zeit. Direkt ja. Track Race, Autoklasse beliebig, Wetter machen wir erstmal schön irgendwie und Kollision können wir mal einlassen und ich würde sagen, wir starten das Ganze. Ich musste gerade mal spontan meinen anderen Controller herkramen. Aha. Mal gucken, wann der gegangen währenddessen. Aha, die Cheater hier. Ja. Bild direkt bei der Heizung, jetzt ist der Scheiße heiß. Fuck. Ja, man muss auch sagen, zu den Duellen, man sieht es dann gleich auch an den LI, es war gar nicht mal so einfach, muss ich sagen, bei den Amerikanern wirklich gute Duelle zu finden, ja. Weil Ford zum Beispiel, die dann noch kommen, die haben halt eine gute Rallye-Historie und auch viele Rallye-Fahrzeuge drin im Spiel, aber die kann man halt einfach nicht antreten lassen. Hier gibt es keine guten Duelle. Und jetzt hier war es noch okay, sage ich mal, zwischen diesen beiden Marken, aber auch von den LI klafft es doch ein bisschen auseinander zum Teil. Genauso hätte ich gerne auch die neue Camaro reingenommen, aber die Z28 würde ja selbst die Viper wegponen. Ja? Und das ist halt schon ein bisschen bitter. Genauso auch hätte ich gerne die neue C7 Corvette genommen, aber die passt halt auch einfach nicht. Deswegen musste man da halt immer so ein bisschen umdisponieren. Ich finde schön, wie alle roten links starten und alle... Also ich habe zu früh in den zweiten Gang geschaltet. Im zweiten Gang ist halt gar keine Leistung anliegen. So, ich guck mal, ich guck das, mach das ganz. Jetzt kommt der fünfte Gang. Der ist immer so lang übersetzt bei der Viper. Ja, kommt aber auch. Von Ewigkeiten. Ne, dich krieg ich nicht. Nee. Hab nur vier. Ich auch. Ich auch. Nein. Auch nur vier. Go, 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 go. So. Diese Geschwindigkeit. Ja. Aber ich glaube, der unfassbare Geschwindigkeit. Ich glaube, in dem Duell hat jetzt gerade aktuell nur ein Chevy gewonnen, kann das sein? Ja. Okay. Nice. Ich hatte das Problem, ich muss halt in den zweiten gehen, weil die Reifen durchdrehen und im zweiten Gang ist halt einfach gar keine Leistung da. Das ist einfach so, als würde den Motor ausschalten. Aber ich glaube, im Normalfall wären die Grip-Verhältnisse perfekt. Ich glaube, ich würde die ZR1 aber gewinnen, ja. Das Duell. Ja, Topspeed denke ich, wie viel hast du drauf am Ende, Marvin? Glatt 300. Oh, zwei drauf. Alter, bei 213 war bei mir Drehzahlbegrenzung 4. So, dann machen wir Bremstest und wir machen das aber mal ein bisschen anders da. Und zwar stellen sich mal unter an die Landebahn die alten Fahrzeuge auf die Infahrtrichtung linke Seite und die modernen auf die rechte Seite, also so wie es gerade eben schon war am Folgenstart.
Und wir machen so die alten Fahrzeuge, machen Bremstest 0-300. Machen 150-0 und die moderneren Fahrzeuge machen 250-0. Ich möchte einwenden, ich hatte am Ende der Laufbahn gerade mal 250 drauf. Ja gut, dann kannst du ja richtig Gas geben. Ja gut. Ja gut. Ja, die Ende der Landebahn ist ja da, wo auch Ende der Landebahn, also wo der Blitzer steht, ne? Wir können ja ein bisschen weiter hinten starten oder so, kannst du ja machen. Aua. Bin ich auch gespannt, ey. Leerlauf. Also, der Turbonetic steht schon mal falsch, der zählt sich zu den Alten. SRT8 ist jetzt nicht ganz so alt. Hab ich gehört. Falsch verstanden. Ja, quetsch dich doch links, irgendwie, wo links noch Platz ist. Ist klar. Immer diese Dodge-Fahrer. Ich mal vor von Rossi 250 anwenden. Juri, du kannst auch ein bisschen mehr nach links, also du kannst eigentlich an der weißen Linie entlang fahren. So. Also, Bremstest, nochmal zur Erklärung, auch für die Zuschauer, die vielleicht zum ersten Mal zugeschaltet haben. Wir beschleunigen auf die entsprechende Geschwindigkeit, also wie gesagt, die rechten, die moderneren Fahrzeuge und ja, damit meine ich auch die SRT8, beschleunigen auf 250 oder wenn sie es halt dann nicht ganz auf 250 schafft, dann sind es halt von mir 248. Ab dem Blitzer wird gebremst und dann zählt halt der kürzeste Bremsweg bei den alten bei 150, das gleiche Spiel einfach. Und ich würde sagen, wir fahren einfach schon mal los. Es muss ja jetzt niemand auf gleiche Höhe kommen, es geht nur, dass jeder seine Geschwindigkeit hält. Lukas kann seine Spur nicht halten. Ja, kein Grip in den ersten Gang, kannst du knicken. Auto abgewirkt, das ging eigentlich gut. Oder direkt den zweiten und dann ist halt keine Leistung mehr, das ist scheiße, deswegen lasse ich den ersten jetzt so lange wie möglich drin. Ich sollte noch vom Gas gehen, ich muss die 300 fahren da hinten. Lustig wird's jetzt, wenn die alten trotzdem längeren Bremsweg. 150, ne? Ja, hui! Wow! Tschüss, Challenger. Leon kann nicht bremsen. Kann ich, aber egal. Ja, okay. Wow. Wir sind ein bisschen... Oh. Alter, das ist ja richtig knapp. Leck mich am Arsch. Also, gewonnen hat die Chevelle. Dann kommt der Challenger, Millimeter hauchdünn. Dann der Charger. Dann Camaro, die alte. Dann da vorne ist es... Glaube ich, Viper. Das Fahrzeug Viper. Viper, Corvette. Dann die Corvette, dann die Camaro und der SRT8 ist irgendwo. Warte mal. Bisschen abgehoben. Ich suche ihn noch. Moment, ich glaube, hinter dem Berg da irgendwo ist er gelandet, glaube ich. Ja. Flugtest! So. Doch ein bisschen ultimativ noch. Okay, bisher ist die Camaro jetzt nicht unbedingt. Die Corvette nicht bisher um das ultimative Fahrzeug. Komm, Viper, ich geb dir mal ein bisschen Schwung. Ja, komm. Also ich muss sagen, meine Bremsen finde ich ganz schön. Oh, warum ziehst du mir jetzt gerade weg, weil es vor uns sagen? Welches der Drehzahl bringt denn? Komm. Hui! Wow! Hallo, Leute, ich rutsche auf dem Dach, nur Hilfe! Das war cool. Leute, ich hab mich gar nicht überschlagen, ich bin auf dem Dach aufgekommen und bin weitergerutscht. Ey! Wir sind zu dritt nebeneinander gesprungen, das sah cool aus. Ja, das sah richtig cool aus. Ich finde die alten richtig cool, die bewegen sich wie so ein richtiges Schiff. Ray, habe ich dich eigentlich da gerade die ganze Zeit angeschoben oder bist du mir wirklich so weggezogen? Nee, du hast so viel Luft erzeugt und diese Luft hat mich vorangeschoben bei mir, weil es eine Karosserieberührung gab es nämlich nicht. Weil du wurdest auf einmal so schlecht, ich dachte, hä? Was war denn so schnell? Hallo? Ja, ich habe einfach mal hier den zusätzlichen Hubraum freigeschaltet. Ja. Der Knopfdruck. Alles klar, Marvin. Er hat die Nussflasche drin. Und einen Sitz, den er rausschmeißen kann. Aber, ach scheiße, das durfte ich nicht sagen, ne? Scheiße, ich hab's verraten. Tschuuu! Die hat eh keiner zugehört. Oh. Alter, wer war das denn? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Da und... Nee, Marvin. Wolf. Boah, Alter. Oh, sehe ich nur was Gelbes fliegen da oben. Oh! Nein!
Ja, ja, aber wir lachen, was ich da mal auf die Fresse legen, ne? Ich auch. Komm, René, lass mich mal vor, ich bin eh schneller. Komm, wir lassen die alten Klassikers mal vorfahren. Es wird dann mehr Euro gejagt als andere, aber es ist trotzdem lustiger. Lukas, ja, wir starten vom letzten Platz, ne? Nee, wir starten, dass wir gleich fast alle gleichzeitig starten können. Wir fangen jetzt einfach mal schon mal die Corvette und die Viper dann so nacheinander an. Ja, wenn ich dich im Fenster schwebe. Ja. Jetzt regnet nebeneinander, hab ich gehört, Moment. Oha, komm, gib Gas. Okay, tschüss. Da Camaro, die neue, und Challenger, der neue, kann auch schon mal Gas geben. Ja, ich glaub, hier wirst du mich auf jeden Fall sehen. Sowieso nix. So. Dann fahr ich schon mal, und dann kann der Viper mit dem Camaro schon mal hinterher. Und dann die anderen zwei kriegen sich auch noch organisiert, hoffe ich doch. Hier geht es wiederum um den Geschwindigkeitstest, hier geht es um die maximal erreichte Geschwindigkeit. Und wenn man es nur für eine Millisekunde geschafft hat. Wow, 400, ganz kurz. ich bin doch erstaunlich schnell. Die Corvette kommt auf jeden Fall richtig schnell. Problem ist aber nur viel gängig, ich komme mal Drehzahlbegrenzer. Ich beschleunige immer mehr, noch. Ja. Und Drehzahlbegrenzer. Ja, nicht mehr. Hey. Immer noch. Jetzt kommt die Viper her, ja. Die Dodge. Ah, die Dodge, die Camaro, die Corvette. Der Challenger. Die Auto. Ach, come on, ey, der könnte bestimmt locker mehr, ja. Hi, Marvin. Oh, ja, da. Komm schon, mehr. Ich hab mal Drehzahlbegrenzer kurz ausgesetzt. Fuck, mehr geht nicht. Schade, dass man den nicht ausstellen kann. Das würde gerne einen Motor in die Luft jagen, hätte ich kein Problem. Oh, fuck, komm, zum Stehen. Alter, bei mir klingt der Drehzahlbegrenzer so schlimm. Ich fahre immer Top Speed. Ja, der Drehzahlbegrenzer war noch nicht. Ich glaube, mehr schaffe ich eh nicht mehr. Ich habe ganz kurz mal. Ja, ich habe auch ganz kurz einen Kramer mehr geschafft. Ja. Erreicht. Ja, also. Ich habe eine lustige Zahl. Der ist schon vor Mitte der. Ich finde das unfair. Der Challenger ist schneller. Challenger? Du fährst gegen Charger. Charger. Dodge. Wo bleiben die alten? Lukas? Ja, langweilig. Ja, mein Gott, was machen wir jetzt? Fresse. Leon? Ja? Wir haben noch vier Gänge. Jetzt auf falsche Seite. Muss man schon mal die Bremsen funktionieren nicht so gut, sorry. Ja, der Leon ist ein bisschen verplant. Aber nur jetzt mit seinem roten Auto bei den Chevrolet sehen. So, ich stelle mich mal vor die Viper, wo ich auch hingehöre. So. Du gehörst vor den Viper. Ja, das auch. So, dann fangen wir einfach mal von oben nach unten an. Leti, du hast ja schon draufgekriegt. 313. Okay, der Forza Creeper. 214. Was? 214. 14? Ja, ganz toll. Alter, ey. Hast du daheim bleiben können? 342. Ach, kacke. So, kann man machen. Der Lyrik? 232. Alles klar, der Turbonetics. 201. Der Bro Game. 333. Sweet. Der Viper. 232. Oh, da war ich ja gar nicht so schlecht unterwegs mit 246. Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. So, ich würde sagen, wir haben noch nie so niedrige Geschwindigkeiten gehabt, nein, Special, Alter. Doch, als wir die Retro-Hot-Hatches gemacht haben. Ja, okay, nehmen wir die mal aus, aber wenn wir jetzt auf die Leistung in den Hubraum gehen, ist das halt echt schlecht. Ja, das ist halt Amerika, ja. Hätte nur einen Gang mehr machen müssen, da wäre schon wieder mehr drin gewesen. So. Ja. Ich meine, die modernen amerikanischen Fahrzeuge sind geil, aber die können wir leider nicht nehmen, weil die entweder in Forza 6 erst drin sind oder dann halt sehr ungleiche Duelle entstehen. Wie schon gesagt, die neue Z28 hätte ich gerne reingenommen, aber die würde halt selbst die Viper verblasen. Also das ist halt ein bisschen bitter, ja. So, wir machen jetzt einfach hier mal so ein Rennen. Ich nehme jetzt einfach mal, ja, das hier, komm, zack. Und der erste schon falsch abgewogen. Ha, ha. Lukas! Egal. Aha. Ist mir egal. Wird wahrscheinlich auch der erste sein. Dort ist. Nee. Der Preisvergleich ist klar. Hi, Viper! Uiuiui! Ist klar, Leute! Preisvergleich möchte ich eigentlich gar nicht machen. Doch. Ich glaub, da. Da darf man nur kein so super Sondermodell von diesen Muscle Cars haben, sonst hat man ein Problem, ist nämlich scheiße teuer. Lukas? Hm? Du hast ein Sondermodell? Nein. So, Kollision machen wir aus. Drei Runden, es zählt wieder doppelte Punktzahl. Rundenzeit und Platzierung.
Also kurzum, es geht um die Rundenzeit, ob die Camaro oder die Corvette oder die Viper schneller ist. Ja, wieso? Bei den anderen kann sich das ja auch in der Platzierung ändern. Ich weiß nicht, wieso du dich jetzt da so drüber lustig machst. Irgendwie, das ist ein Klassiker und die sind cool. Und ja, ich meine wegen Rundenzeit. Ja und? Es kann doch sein, dass zum Beispiel der Viper mit dem Camaro eine schnellere Rundenzeit fährt, aber in der Platzierung trotzdem hinter mir landet, zum Beispiel. Dann hat er da wieder Punkte aufgeholt, und die Punkte können sich ausgleichen. Ich hab gerade aufs Insgesamt-Duell. Ja klar, Insgesamt-Duell werden wir nicht mithalten können, aber das ist ja auch egal. Aber die sammeln trotzdem wichtige Punkte für die Marke. Aber echt, weil wenn man mal guckt auf das deutsche Finale, ja, zwischen Audi, BMW und Mercedes, hat der Z4, das scheinbar unwichtigste Auto, hat tatsächlich die wichtigsten Duellpunkte geholt. Ja. Dadurch hat BMW unerwartet, muss man sagen. Also gelbe Armada könnte ein bisschen aufs Gas treten, würde gerne mal Duelle gewinnen. Bei mir hat er irgendwie Problem mit dem mega Frühstart, aber okay. Ja, irgendwie. Oh, mein Heckkopf. Jetzt Kurvenfahrt, das wird richtig geil. Warum deckt man so dezent? Oh, ich bewege einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank bewege ich. Ja. Und der ist rot. Oh Gott. Da steht Dodge drauf. Ja, weil aber da steht RT drauf. Das Auto steht vertraut. Für Road Track. Das heißt, ich bin fehlerfrei. Da rutscht der, Mann. Ja, alles gewappnet. Hier drauf Regenreifen. Jede Kurve, die da einlegt, kommt geradeaus durch. GG, Checkpoint nicht genommen. Der dicke V10 schiebt ein bisschen über die Vorderachse. Ne. Dieses Hubraum-schmale V10-Geschoss. Ja. Total zeitgemäß. Das ist ein. Boah, sag ich gerade alle, was da angeschossen, ey. Checkpoint verpasst. Kann ich gedacht, was hat Viper jetzt gemacht da? Hat den Checkpoint verpasst. Uiuiui. Ui. Was für eine Marke fährst du, René? Heavy. Okay, Chevrolet. So René, könntest du mich ein bisschen anstreben? Hallo, ich hab bis jetzt. Mir nee, scheißegal, keine Ausreden. Ich will das so nichts mehr hören. Es ging mir aber auch nicht noch weiter. Ich finde es halt lustig, das Ding bewegt sich so scheiße langsam um die Kurven, aber trotzdem, wenn man aufs Gas drückt, hast du Wheelspin ohne Ende, das ist echt der Hammer, ey. Hat René nicht die entscheidenden Punkte im Z4 geholt für BMW? Ja. Da war nicht mal im Team, von daher juckt mich das ja nicht. Aber ich glaube eher, das lag am Z4. Nein, Spaß. Ich weiß ja, wie das ist mit den Checkpoints verpassen. Letzte Folge. Extrem. Komm nicht mit der Viper, ich kann nicht mithalten. Ich komme auch nicht mit der Viper. Aber mit ich dem Viper komme ich mit. Kurve. Entweder ja. Übersteuert oder übersteuert. Mit dem Auto, der geht halt einfach fühl gar nicht. Fühl mich irgendwie dezent unterpowered. Kannst ja nicht fahren, Viper, so sieht's aus. Aber. Ja. Wäre einfach mal damit klar, dass du gegen Ray in einem roten Fahrzeug einfach keine Chance hast. Ja. Ja, hast du mich nicht weggedreht. Geht ja auch jetzt gerade nicht. Also, ich will ja nur so sagen, in Kanada hast du mich weggedreht und alles weitere, was da noch vielleicht mal in der Zukunft passiert, weiß man ja noch nicht, weil das ja auch noch nicht erschienen ist. Ne? Ja, also ich fand, in Kanada war das ja eine klare Sache. Ja, war es eine klare Sache, ja. Also ich glaube noch zwei Runden länger und wir würden die Alten überholen. Ja, fünf Runden länger und du würdest mich überholen. Ich glaube, ich schaff's auch gar nicht mehr ins Ziel. Keine Chance mitzukommen, ey. Ich weiß Kurvenlage von den Kisten. Boah, ich bin sogar 2 Sekunden langsamer als du. Ja, die Viper ist halt natürlich, was Tracks oder was Grip angeht, halt schon ein bisschen besser, weil sie halt auch moderner ist. Ich meine, wir könnten dir jetzt auch noch schnell die Z06 besorgen, die C7, aber dann wärst du ein bisschen noch krasser. Die gewinnt, glaube ich, gar keine Chevrolet. Lukas, immerhin habe ich die schnellere Rundenzeit. Das ist schon mal sehr gut, danke. Ja. Krieg ich jetzt mein Geld? Wie, einfach das Auto abstellen? Nein, du behältst deinen Stolz wenigstens. Oh Mann. So.
Ich hab so viel Gefühl, ich krieg mit der Corvette hier derbe auf die Fresse. Oh, mach mal schneller, das ist ja furchtbar, wie lange das gerade lädt. Ich wäre voll ungeduldig. Spiel wird immer langsamer, je länger es auf dem Markt ist, oder? Ich wäre immer ungeduldiger. Könnte auch sein. So. Sag mal, du bist älter und weißt, dass deine Zeit nicht mehr so lang ist, deswegen bist du. Was haben wir hier? Das ist ein Geländerennen. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Wow. Warum fahrt ihr alle? Ach, hier gab es auch mal so ein cooles Rennen eigentlich. Das Rollen? Das war das hier ist voll das Boller-Festival, Alter. War das das hier? Ja, mach mal einfach das hier. Komm, scheiß drauf. Lukas, wenn wir den mal ein bisschen Vorsprung lassen. Oh, wow! Alter, ich hab zwei Reifen gehabt durch die Kurve geflogen. Nee, ich lass ihn schon Vorsprung, ich jag ihn lieber ein bisschen. Oh, Viper, wie schnell bist du? Hat einfach der Maul. Ich habe an der Chevelle vorbei. Ja, die Chevelle ist übelst unterpowered. Aber wie fühlt sich so, wenn die Welt an einem vorbeizieht? Das ist angenehm. Also ich muss ja sagen, ich habe eigentlich Angst in diesem Metallsarg, da so schnell über die Landstraßen zu jagen. Oh, oh. Hui, shit! Oh, hui. Viele Bäume! Oh, ja! Hallo! Die Autos sind aber nicht für europäische Straßen gemacht. Ah shit, komm! Den Grip! Das ist ein bisschen viel Wheels bin. Aua! Oh ne, Viper kommt wieder. Ich überhole euch mit diesem Auto, Alter. Also warte, Viper, ich gebe mal ein bisschen Gas, ne? Hallo, Viper! Cheap! Du hast wahrscheinlich sogar mehr Hubraum als ich. Ey! Chief! Lukas, hilf mir! Lukas! Chief. Hallo, wir sind Teamkollegen, Chief! Martin-Kollegen! Oh. Ey! Du gehst jetzt da. Oh! Hilfe! Oh! Interessant! Jetzt! Mann, jetzt! Zurückschalten und tschüss! Oh! Jetzt verpiss dich doch mal! Oh, oh, fuck! Sorry! Oh. Ah, du bist durchgeglätscht, nicht gut! Ey! Du Arschloch! Oh! Wenn du dafür jetzt einen Baum kippst, dann ist alles gut! Nee, alles cool, hab ihn. Nein, okay, noch nicht ganz. Nein, ja. Jetzt. Hui! Ja. Ja, endlich ist er weg. Boah. Mein Gott. Jetzt hier mal anständig von. von A nach B fahren, da kommt ein Viper. Ja. Danke, Viper. Also, ich finde gut, dass wir jetzt ein Rennen durch die Stadt machen. Wir machen vor allem ein Rennen über Schotter. Ja. Das soll eigentlich dem Charger und dem Challenger ja gut tun. Hui! Wow! Wow! Ey! Hallo! Hi! Oh, Bremsen ist halt echt ein Fremdwort für das Auto. Boah! Lukas ist ein bisschen am Rasenmähen, hab ich gehört. Nö. Ach, Viper! Lass mich doch in Ruhe! Bist in dem Platz hier aufräumen, hier stehen viel zu viele Sachen rum. Du warst so, ey, Preis. Der fährt mir hinterher. Weg. Ich muss gerade mein Wheelspin erstmal einlösen. Scheiße, Leute, jetzt. Warte, jetzt. Ich muss mein Wheelspin einlösen. Mein Ruppel los. Echt Miete. 3000 oder was? 7000 hab ich nur bekommen. Plus VIP. Insgesamt. Ja, nach 14.000, ja. Immerhin etwas, ne?
Ah, für mein prall gefülltes Konto irrelevant. Der Oldtown prall gefülltes Konto. Ich hab 14 Millionen abgehoben. Da hinten glitscht eine Karte rum. Ja, nein, das ist ich bin ja so scheiße, Mann. Da bin ich unterpowered und dann darf der scheiß Charger nach vorne fahren. Wo macht ich denn eine Chef Corvette? Bei mir war nix. Die Grat hat die gebackt so. In der Mitte. Ja, gut, wenigstens gewinne ich gegen die Corvette. Da müssen wir aufpassen. Ist Kollision an? Ein Special war es auch hier. Nee, ist raus. Okay. Wir spielen. Nehmen wir mal R. Hui. Tschüss. Das war klar, das war zu eng. Ja, ich war Erster. Ach, da kommt er schon wieder. Fuck. Oh. Ah, Hinterachse! Beruhig dich! Da hast du auch so ein doofes Schieben kurz gehabt und dann die Hinterachse. Oh. Ja. Was halt so krass ist, finde ich, also das kann Viper sicherlich bestätigen bei diesen Fahrzeugen, die wir fahren. Du musst halt echt Reaktion zeigen. Also der Formel-1-Wagen ist ja Baby dagegen, ja. Ja. Also wenn hier das Auto quer kommt, da musst du ja eigentlich schon instant musst du ja schon reagieren, weil das ist so krass. Tschüss, Marvin. Kilometer. Und das bei diesen Geschwindigkeiten, ey. Ja, schon unglaublich, ey. Das ist schon mal was für echte Kerle, ja. Tschüss. Fährt sich wie ein Kühlschrank. Auf Holzräder. Ja. Aber ist Motor. Aber mit einem dicken V8, ja. Tschüss, Lukas. Alles dumme Licht sparen. Boah. Oh, diese Bodenwellen hier, ne? Gott, diese was für Bodenwellen, ey. Ich hab einen Federweg vom Hochhaus. Also. Wenn das überhaupt Federn sind, ne? Die du da drin verbaut hast. Ja, Holzfedern sollen. Neuer Challenger überholt, neuer Challenger. Wenn auch Holzfedern sollen. Also von der Fahrqualität sind beide gleich. Ich sag's mal so. Fahren sich beide Marvin. Im Schiff. Die Linie war jetzt nicht. Man könnte jetzt auch wieder mal munkeln, können am Fahrer liegen, aber. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also, es liegt doch am Fahrer. Ich würde mal behaupten, der SRT8 fährt sich um Meilen weit besser als. Och nö. Oh, ich bin durchgeglitscht. Ja, vor allem, er kommt nicht mehr aus dem Quark hier. Nein, dann bin ich mal letzter. Wenigstens ein Duell gewinnen. Ja. Ja, hätte es nicht gewonnen. Ja, die Kurven noch an die Viper abgegeben werden. Ja, vor dem Cha-Cha! Aber war schön, dass du da bist. Ja, ich wüsste, ja, Polizist, wenn jetzt abfällt, bergauf, anbeschleunigen, kann ich mir da komplett vergessen, kommt nicht mehr weg. Kann ich wirklich aufs Gas gehen mit der? Ich hatte irgendwie dritten Gang drin, Vollgas, und dann konnte ich runterschalten und dann kein Grip. Nee, ging nicht. Ich hab den letzten Checkpoint verpasst, nochmal rückwärts durchgefahren und dann weiter. Boah, schaffen's die Alten? Ah, nee, ich hab Checkpoint verpasst, ich schaff's. Ja, ich hoch! Yes! Oh, das war ganz gut für Chevy ausgegangen, ich überhaupt. Ja, letzter Kopf, fick dich, du Scheißspiel! Ja, ich bin an so einem. Elende Dreckskiste. Mini, weiß ich was, hängen geblieben. Oder Fluggewinde. Kann sein, Mann. Creeper, beruhig dich mal ein bisschen. Die alten Fahrzeuge fahren sich halt ein bisschen anders wie moderne Fahrzeuge. Wenn du halt nicht fahren kannst, dann schiebst du ein Fahrzeug. Ja, mir mehr Leistung oder wenigstens neuer. Wenn es dir noch mehr Leistung gibt, dann fährst du noch beschissener. Den Dinger mit dem Fahrzeug. Der kann nicht ein bisschen länger übersetzen. Der hat so viel Leistung. Ist ja kein Problem. Ich bin locker noch 5 Minuten. Ist ja alles gar kein Problem. Nächstes Special bist du halt einfach nicht mehr dabei. Ist alles kein Problem. Alles klar. So, dann fahren wir noch, weil es gerade so lustig war, fahren wir natürlich unser Lieblingsrennen. Das Rundkursrennen wieder, ne? Natürlich, der South Scramble darf natürlich nicht fehlen. Das muss immer dabei sein. Das muss jetzt, es ist, gerade weil wir das Radfahrzeug diesmal dabei haben. Ja, Lukas, ich glaube, das wird aber auch wieder so eng wie gerade. Ja, Problem ist den letzten Abschnitt, ey, scheiß Offroad-Abschnitt, da komme ich halt mit der Corvette den Berg nicht hoch. Oh, gut. Du fährst eher rückwärts. Nee, ich die kann nicht auf Gas geben, wenn ich auf Gas gehe, dann sehe ich meinen Heck nur schlingern. Die Kurve hast du aber auch nicht optimal angefahren. Ja, das auch nicht, aber ich habe auch viel zu viel Tempo, ich konnte ja kein Tempo mit hochnehmen, ich kann ja nicht auf Gas gehen. Hallo. Boah.
Da wollte ich mal noch mal kurz. Tschüss. Wupp, wupp. Also im Gelände gehen die alten Dinger richtig ab. Oh. Das sieht wiederum für gebaut, Junge. Ja, echt so. Da zieh ich mit modernen Autos mit. Uiuiuiui. Nur bei den Bremsen ist Ende. Juhu! Ich sehe da vorne jemanden springen, ey. Warte, ich komme mit. Bin über die Rampe gefahren. Und gib ihm. Ich gucke. Oha! Oha! Really? Oh fuck, Frontflip! Shit! Ey, Lukas, das sah so episch aus, ne, von der Seite. Ah, fuck, ja, ich hab erst Wheelie hingelegt und dann voll den Frontflip, weil ich mir davon aufgeschlagen bin. Warte nochmal, das geht auch langsam. Oha! Ich bremse mal. Okay, ich sag nichts mehr. So. Kommt Lukas. Was war das denn? Also, letztes Rennen. Echt? mit Kollision übrigens, ne? Oh je. Ah, jetzt hat Lukas vielleicht eine Chance, wenn er mich hier wegrammt. Yes, das heißt nicht, er soll rumrammen. Ja. Aber ich darf's. Ey, Lukas startet ganz vorne und Marvin ganz hinten. Recht dafür. Wir brauchen ein paar Punkte. Sag bloß. Ich hab einen Würde Runde jetzt auch. Das ist jetzt nicht unbedingt so die geilste Ausbeute. Also ich habe bis jetzt alles gewonnen, außer einmal, wie ich den Checkpoint verpasst habe. Also einen. Ich hätte bis jetzt alles gewonnen, aber ich hab's nicht so. Jetzt hab ich's auch. Ah, ich glaube, ich starte voll der Korvette. Ja, ja, wo bin ich? Voll der Korvette. Ganz ehrlich. Wo bin ich? Voll! Super! Richtig gut. Läuft bei dir! Du hast auch noch eine Zettel. Du hast die Zettel 1 und einen Charger vor dir. Auch noch zwei Dodge. Die Zettel 1 kann ich vorbeilassen und der Löwig möchte ja nächstes Mal auch nochmal dabei sein, deswegen kann er mich auch vorbeilassen. Lass dich mal vorbei, Lukas. Okay, brauche ich mir gar nicht überlegen. Ich bin geklärt. Alles klar, aber einfach! Hilfe! Hilfe! Wow! Jo, ja, komm mal! Ja, schieb mich an! Gib mir einen Push! Ja, ist gut! Ja, nochmal, nochmal ein bisschen, komm! Wait, jetzt mach ich mal Karriere! Nein! Block mir das, Ray! Sehr geil, bin ich einfach mal vom Camaro angeschoben, ey. Ich bin ein bisschen schneller durch die Kurve. Boah, hinter Axel, Mann, ey, untersteuert die Karre denn, die Irre? Tricksding. Gib Bummi, Lukas. Die Karre untersteuert die Kurve, ich komm nicht rum. Ja, ich weiß, sie ist Komm, wir nehmen wieder unsere Abkürzung. Ist ja krass, auf der Geraden ist schon einfach nicht schneller. Lukas, Pack ich, wir nehmen da hinten links wieder unsere Abkürzung durch die Bahn. Fahr einfach ein bisschen weiter außen, meinst du? Genau. Boah, ich will nicht driften. Aber es sieht schön aus. Mach mal was für deine Zuschauer, ey. Die wollen nicht driften. Leon, hol dir den Camaro. Ja, will ich ja. Nee. Dazu sage ich jetzt nur nichts. Gegen Bumblebee jetzt keine Chance. Bumblebee auf Drogen hinter mir, ey. Ich bin dopt. Ja, Autobots nehmen halt, können dann halt auch gepunchtes Motoröl oder so. Wird gut. Hier ist die Camaro Weapon sogar auf dem Fersen, Alter. Bald jede Kurve im dritten Gang, weil weniger nicht geht. Du bist also am Rutschen. Ja, hier, wupp, weg! Lukas, hast du Probleme mit Heck? Ja! Ich schalte hier noch nicht mal runter mehr, ich fahre nicht im Gang. Den zweiten Gang nutze ich nirgendwo, weil ich genau weiß, entweder wir holen mir den Hinterachse komplett oder ich komme nicht mehr aus dem Quark. Ich finde es voll gemütlich zu fahren, ey. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja. Na, war immer. Ich bei den alten Amis, dass die so den Arm raushalten müssen. Die Geschwindigkeiten sind jetzt nicht so brachial. Ich nicht. Oh. Ich finde, das ist perfekte Cruise-Geschwindigkeit, um einen Arm aus dem Fenster rauszulegen. Ja, das hatte ich ja gerade. Bisschen Bizeps zu zeigen und dann den anderen Arm fasse schön ans Lenkrad an die Oberseite und dann so ein bisschen aufs Gaspedal, ein bisschen Gummi verbraten. Perfekt, was will man mehr? Leben den amerikanischen Traum, würde ich sagen. Ein bisschen mehr LI hätte ich gerne. Ich hätte einen Gang mehr gerne. Mi. Ich glaube, neues Getriebe und anderes Fahrwerk wird schon besser machen, Viper. Ja, ich weiß ja nicht. Andere Reifen will es schon besser machen, Alter. Power haben die nicht. Hä, was? So ist es nicht. Reifen bin ich zufrieden. Ich nicht. Irgendwann schon tatsächlich Frontantrieb, wenn ich die Kurven bremse. Gott. Ein bisschen passiv, würde ich mal behaupten. Eine Chance mitzuhalten, der. Komm, ich hab ein Duell gewonnen und dieses Preis werde ich auch nochmal auf Fresse kriegen gleich.
Ey, hast du echt ein Duell gewonnen? Ach ja, das ist Geschwindigkeitsduell. Hauptsieg-Duell, ja. Ich bin sogar fast überholt. So, fahrt mal bitte schnell ins Ziel. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin nochmal gegen den Rand gefahren. Ja, ich bin im Ziel. Ja, warte. 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 Jetzt auch. Da. Ich auch. Grundsätzlich war ich diesmal gar nicht so scheiße. Nee. Aber ich glaube, bei dir haben sie so komm her, geschwankt, ne? Die Rundenzeiten haben sehr geschwankt bei dir, ja, oder? Gut, Rundenzeiten sind hier ja jetzt eh nicht wichtig. In der Summe schon. Was macht der Challenger da eigentlich? Oh, so! Ist das Duell gewonnen. Gut, auch Interesse bekommen, ein bisschen. Ein Duell gewonnen, GG. Ja. Verdient, ne? Hast du das auch gewonnen? Was macht denn der Typ ja bei mir? Ja, ich glaube, die Chevys haben ein bisschen auf die Fresse bekommen, so generell. Ein bisschen. Leider. Ja, ich glaube, könnte gut sein, dass Dodge tatsächlich das erste Duell für sich entschieden hat. Aber das heißt ja nichts. Ich erinnere mich an Mercedes-Benz, ja? Ja. Die haben auch alles dominiert und am Schluss haben sie verkackt, weil ein Z4 sie vernichtet hat. Ich bin rausgeflogen. So. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, tschüss, Lukas. Ciao, schön, Lukas. Ja, Stand Horizon 2 online ist nicht verfügbar. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch den Preisvergleich. Das ist nämlich das Letzte, was wir noch machen. Dann sind wir nämlich auch schon durch wieder mit der ersten Ausgabe dieses Ami-Duells. Hey, so? Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an bei Chevrolet. 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 Ist französischer Marke, oder? Chevrolet. Nein, Spaß. Boah, das wäre ich bestimmt gehatet, weil ich das gesagt habe. So. Zu Recht, zu Recht. So, die Corvette Z06 ist nicht mehr gefahren. Die Camaro Z28 auch nicht. Die Corvette Single auch nicht. Ja, ich weiß, es gibt viele geile Fahrzeuge, aber die haben einfach vom Duell nicht so gepasst. Also, Camaro ZL1 40.500. Der ich auch mal so billig wäre. Die Chevrolet Corvette ZR1 90.000. Moment. Okay. Der Chevrolet Chevelle SS 454 43.200. Der Camaro Z28 aus dem Jahre 1970, 36.900. Ich glaube, es waren alle. Dann kommen wir mal zu Dodge. Dodge sind wir beim Dodge Challenger SRT 8, 392, 36.000. Billiger. Billig. Alter, ist ja Hammer. Dann der Dodge Charger LT Fast and Furious. Ne, Spaß, der ist nicht mitgefahren. Dann, oh, das war so klar, dass das wieder so eine scheiß Sonderauflage war. Der Dodge Challenger RT 108.000. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Dann der Dodge Charger RT aus dem Jahre 69, 57.600. Und dann müssen wir noch zur Tuning-Schmiede SRT gehen, weil da befindet sich die Dodge Viper SRT GTS. Schieß mich tot. Ups, da sind wir falsch bei Volkswagen. Die haben, glaube ich, keine Viper gebaut. Echt? Oh. Nee. Kommt noch. So, da sind wir. Hier haben wir sie. Und zwar die SRT Viper GTS 85.500. Ach, fuck. Nur ein Duell gewonnen, Alter. Ich habe so auf die Fresse bekommen, diese Runde. So ist das manchmal im Leben. Man kann nicht immer gewinnen. So. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Ja, ist ja okay. Ja. Und ja, somit ist das erste Duell entschieden. Ich denke mal, da muss man nicht viel rechnen, aber ich werde es trotzdem ausrechnen. In der Videobeschreibung wieder die Ergebnisse verlinkt. Ich denke mal, Dodge wird das erste Duell für sich entschieden haben. Weiter geht's dann, ja, nächste Woche hoffe ich doch, mit dem nächsten Duell dieser Amis. Und zwar, der wird dann Chevrolet gegen Ford antreten. Gucken wir mal, wer aus diesem Duell dann siegreich hervorgeht. Und ja, ich bin mal gespannt. Ihr könnt euch drauf freuen. Und ich bin raus, bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und sage tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.